Das ist Josh Graham, der Branchensprecher und ein absoluter Outdoor-Enthusiast. Oh, und er zeigt auch sehr viel Enthusiasmus für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angel Shore. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Gold Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Die sind umweltfreundlicher. Was wir jetzt machen, ist nämlich einmal die Route neu planen. Hi, Chef. Möchte ich übernehmen? Oh, eine Pause. Super.
Bescheid. Es ist viel zu heiß draußen. Was tun Bienen, wenn sie einen Fahrer brauchen? Sie warten an der Haltestelle. Oh, es ist so schön, wieder in einem dieser neuen Busse zu fahren. Hi. Klar, hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Na klar, hier, bitte. Na klar. Hier ist sie. Hier, bitte. Ich habe All Directions mal Backstage getroffen. Hier. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich werde meine Enkelin besuchen. Sie wurde vor kurzem geboren. Thank you.
ich wieder. Ich hoffe, unser nächster Geschäftsdeal läuft noch besser als der letzte. Auf jeden Fall bin ich hier der schlechteste Busfahrer der Welt. Hallo? Ja, hier ist James. Steht der Deal noch? Verstehe. Gut, wir sehen uns. Hier ist die Fahrkarte. Moment. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Na klar. Hier ist sie. Mein Boot am Strand wurde in zwei Hälften gesägt. Der Schaden war groß, aber ich konnte es mit Panzertape reparieren. Toll, dass Sie so pünktlich sind. Es ist viel einfacher, mit dem Bus zu fahren, als auf einem Roller im Straßenverkehr überleben zu wollen. Augenblick da! Hier ist die Fahrkarte. Warum fragen Sie mich zweimal? Hier ist ein Foto meiner Katze. Hier ist sie. Sie heißt Mounty. Klar, hier. Hier ist sie nochmal. Na klar, hier, bitte. Hier. Klar. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte.
Ein perfekter Morgen beginnt mit einer Tasse Kaffee und Lovebug von All Directions. Meine Fresse, ey, dann musst du drücken. Ach, verdammt, ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Also. Weil normalerweise halte ich so nicht an. Ich arbeite bei Zemeckis Industries. Ja, im Viertel von Denali Research. So ein geschmackvolles Busdesign. Was für ein... Ich habe vor kurzem einen Wal im Bus gesehen. Toll, dass Sie so pünktlich sind. Tschüss. Vergessen die Blumen zu geben.
Ich freue mich schon darauf, da selbst mit dem Bus hinzufahren. Ja, Gold Island ist wirklich schön. Ich glaube außerdem, dass es ein großartiger Ort für Touristen wäre. Auch gut betuchte Besucher fühlen sich dort bestimmt wohl. Wir müssen ihnen nur den Charme von Gold Island vermitteln. Wir könnten Anzeigen schalten, um Gold Island von seiner besten Seite zu zeigen. Oh, und unser Streckennetz ausbauen, um einige schöne Routen anzubieten. Und pass auf, dass du langsam fährst. Die Fahrgäste sollen die Aussicht genießen können. Also, wir haben jetzt 319.000. Also das heißt, da muss ich noch viel machen.
Genießt du die Fahrt oder schärfst du lieber selbst? Klar, nur zu. Süß. Können Fußballmamas eigentlich Papa-Witze reißen? Ja komm, gehst du jetzt rüber oder soll ich dich da anschieben? Morgen habe ich viel zu tun, aber ich nehme mir auch immer Zeit für meine Enkel. Ein Bus kommt niemals zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Ach, hallo, Herr Klugscheißer, wir haben hier einen Klugscheißer an Bord. Mac Mac, Klugscheißer Ritus. Was? Ach so, hier. Bitte. Moment. Ja. Oh, tut mir leid. Ich werde meine Enkelin besuchen. Sie wurde vor kurzem geboren. Der Frühling ist da. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Viel zu viel Information. Wer macht die Schweinerei weg?
Freya, Kate hier. Denk bitte dran, dass wir morgen einen neuen Praktikanten haben. Klar. Tschüss. Ein perfekter Morgen beginnt mit einer Tasse Kaffee und Laufback von All Directions. Mit dem, was ich momentan verdiene, kann ich mir nur Kopf verbeißen. Ich wünschte, ich würde ihn ins Bett. Entschuldigung, Sie stehen in der Tür. Es dauert ein ganzes Jahr, die Dinge zu streichen. Hat jemand mein Handy gesehen? Ich dachte, ich hätte es in meiner Tasche. Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit aufs Handy zu starren? Hallo?
Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stunt-Double, nachdem er sich bei den ganzen Kussszenen den Kiefer verrenkt hat. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Klar, hier. Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Sie muss hier irgendwo sein. Oh nein. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ich habe keine Fahrkarte. Sie heißt Melanie. Wo habe ich denn? Ah, hier, bitte. Hier ist sie. Na klar, hier. Hier, bitte. Bitte, hier. Der Schauspieler von Carlos braucht ein Stunt-Double, nachdem er sich bei den ganzen Kussszenen den Kiefer verrenkt hat. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Mann, halten Sie die Klappe! Hi. Hallo. Hi.
Das Wetter ist einfach wundervoll. Hallo? Tut mir leid, hey. Ich komme etwas später. Nein, nicht wegen dem Bus. Ich musste noch meine Haare waschen. Bis gleich. Meine Güte, ne, hier! Alter! Du steigst das nächste Mal sofort aus einer Bushaltestelle! Dafür gibt es die Bushaltestelle hier! Hackfresse hier! Wow, ist das ein ganz neuer Bus? Ich habe in einer Buszeitschrift alles über dieses Modell gelesen. Ich bin schon lange Busfan. Als Kind wollte ich Busfahrer werden. Ich habe immer gehofft, dass es einmal ein Busunternehmen in Angel Shores geben würde. Und jetzt gibt es Ihr Unternehmen. Wer weiß, vielleicht bewerbe ich mich als Busfahrer. Brauche ich den Busführerschein, bevor ich mich bewerbe? Oder gibt es ein Trainingsprogramm, bei dem man den Führerschein macht? Sind Sie Busfahrer auch alle so busverrückt? Wow, perfekt geparkt. Hallo. Sie versperren die Tür. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner bitte. Katze. Sie heißt Mounty. Meine Tochter hat mich gefragt, was sie dann sehen. Moment. Den Fischschwanz, den Kopf oder die Pfoten. Ach so. Sie stellt sie sich wie Meerjungfrauen vor. Süß. Da. Hier. Na klar. Bitte. Hier, bitte. Ich gehe gerne in die Kirche. Weil klar, alle meine Bekannten auch gehen. Klar. Das ist eine so schöne Gemeinschaft. Wo hab ich denn... Ah, hier, hier bitte. Ist sie. Thank you.
kann es kaum abwarten, meinen Freund morgen im Stadion spielen zu sehen. Er meinte, es gibt eine Sonderbuslinie dorthin. Tschüss, Wiedersehen. Ja, ich sag mal, wir spielen.